Jo Leute, was geht? Heute reagieren wir auf ein neues Video. Leute, wir reagieren auf die heftigsten Sprünge ins Wasser aller Zeiten von dem Geistenkanal. Wissenswert, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da, Leute, um keine weiteren Videos mehr hier zu verpassen, Leute. Und ja, Leute, wir gehen jetzt rein ins Video. Ihr seht schon direkt im Hintergrund. Und ja, Leute, wir gehen jetzt rein. Digga, das ist fake. Ja, okay, dieses Video ist vermutlich ein Fake, doch die Sprünge, die wir euch heute zeigen, sind mindestens genauso spektakulär wie der Stunt in diesem Video. Wir zeigen euch nämlich die heftigsten Sprünge ins Wasser aller Zeiten. Mit dabei sind atemberaubende Sprünge vor einer spektakulären Kulisse, aber auch Sprünge, bei denen sich die Athleten in absolute Lebensgefahr gebracht haben. Unter den Sprüngen ist übrigens auch ein Stunt, der sich in Wahrheit als Fake herausgestellt hat. Schreibt uns nach dem Video deshalb gerne mal in die Comments, was ihr glaubt, welcher Sprung das war, und bleibt natürlich dran, hier bei Wissenswert. Los geht's mit einem verrückten Parcoursprung des Briten Toby Seeger. Toby ist Teil der Parcours- und Freerunning-Gruppe Storrow, die mit ihren waghalsigen Aktionen immer wieder für Aufsehen sorgen. 2019 war die Gruppe in der Schweiz unterwegs und legte einen Stopp in Basel ein. An der Rheinpromenade fassten sie die spontane Idee, ein paar spektakuläre Sprünge direkt in den Fluss zu absolvieren. Jeder einzelne Stunt war dabei ein absolutes Highlight. Doch nachdem alle anderen aus dem Team bereits ins Wasser gesprungen waren, war Toby Seeger an der Reihe. Er nahm Anlauf und sprang in perfekter Superman-Manier direkt über die gesamte Promenade und landete im Fluss. Das Video von seinem Sprung ging viral und wurde sogar von der Stadt Basel selbst geteilt. Kommen wir nun zu Raphael Dumont. Der damals 31-jährige Franzose begab sich im Jahr 2013 an den Gardasee in Italien. Er wollte mit dem Wingsuit von einem Berg am Rande des Sees springen und anschließend eine Wasserlandung mitten im Gardasee vollbringen. Und das ohne seinen Fallschirm zu öffnen. So etwas war bisher noch niemandem gelungen, weswegen höchste Vorsicht gefragt war. Dumont hatte extra ein Expertenteam dabei, welches genau berechnete, in welchem Winkel er auf dem Wasser aufkommen muss, um sich nicht zu verletzen. Obwohl sein Plan lebensgefährlich war, wagte sich Dumont an den spektakulären Sprung und schaffte das Unglaubliche. Er landete sicher und unverletzt im Wasser. Der brasilianisch-schweizerische Extremsportler Lasso Schaller ist immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Seine Paradedisziplin ist das Klippenspringen. Deswegen reiste er 2015 ins Tessiner Maggiatal, um von einer 58,8 Meter hohen Klippe zu springen und damit den Weltrekord zu brechen. Eine Plattform sollte dabei verhindern, dass er zu nah an die Felsen gerät, und das Wasser des Sees wurde extra belüftet, um das Eintauchen für Schaller etwas weicher zu machen. Trotzdem war der Sprung ein extremes Risiko, denn zwischen den beiden Felsen links und rechts war nur wenig Platz und Schaller konnte keinen Salto durchführen, der in der Luft für mehr Kontrolle gesorgt hätte. Deswegen musste der damals 26-Jährige kerzengerade ins Wasser springen und tauchte mit über 120 Stundenkilometern ins Wasser ein. 3,58 Sekunden befand er sich dabei im freien Fall, doch der Sprung gelang ihm nicht optimal. Schaller hatte sich beinahe das Hüftgelenk ausgerenkt, außerdem hat er sich das Innenband am Knie angerissen. Trotzdem kam er ohne langwierige Verletzungen davon. Kommen wir nun zu einem Sprung, der einen Skispringer im Freestyle-Skiing zeigt. Der Springer vollführt einen spektakulären Vierfach-Backflip, kommt dabei aber extrem unsanft mit dem Rücken auf. Zum Glück landete er dabei allerdings in einem Pool und nicht auf der harten Skipiste. Aber wenn ihr euch jetzt fragt, was der Sportler überhaupt im Pool zu suchen hat, ganz einfach. Das Video entstand bei einer Trainingseinheit, da professionelle Freestyle-Skispringer ihre Sprünge meist auf sogenannten Wasserrampen üben, bevor sie auf verdichtetem Schnee absolvieren. Weiter geht's mit dem deutschen YouTuber Riede94 oder auch Reinhard Riede, wie er mit bürgerlichem Namen heißt. Riede ist nicht nur mehrfacher Splashdiving-Weltmeister, sondern auch begnadeter Klippenspringer.
Den kenne ich, Leute, aber der ist auch krank, Alter. Na, und begeistert regelmäßig seine fast 300.000 Abonnenten mit spektakulären Sprüngen. 2018 absolvierte er aber seinen bis heute waghalsigsten Sprung. Dafür fuhr er mit seinem Team an den Gardasee, um dort von einer 39 Meter hohen Klippe zu springen. Sein bisher höchster Sprung. Doch schon allein der Weg zur Absprungstelle war alles andere als einfach, denn Riede und seine Freunde mussten mit einem Tretboot erstmal zur richtigen Stelle trampeln und dann vom Wasser auf die Klippe klettern. Die Anstrengungen hatten sich allerdings gelohnt, denn Riede vollführte einen perfekten Dreifach-Vorwärtssalto mit halber Schraube im zweiten Salto. Aufgrund der perfekten Ausführung schaffte er es so, den Sprung unbeschadet zu überstehen. Der Schmerz dauert eine Minute, der Ruhm ein Leben lang. Mit diesen Worten kommentierte Darren Taylor aus den USA seine größten Erfolge. Professor Splash, wie er sich selbst gerne nennt, ist nämlich der unbestrittene Rekordhalter in der Disziplin tiefster Flachwassersprung und hält darin nicht weniger als 15 Weltrekorde. Auch im Februar 2011 wollte er seinen bisherigen Rekord brechen und kletterte in Trondheim in Norwegen auf ein 11 Meter hohes Podest. Unter Gejohle zog sich Taylor die Jacke und Hose aus und zum Vorschein kam ein schwarz-weißer Schwimmanzug. Mit einer perfekten Haltung, die Arme weit ausgestreckt, die Beine zusammengepresst, stürzte Taylor der Tiefe entgegen und landete in einem kleinen Kinderplanschbecken. Der Wasserstand betrug gerade einmal 30 cm, doch Taylor überstand das Ganze vollkommen unverletzt. 1983. Krank, Alter. Digga, das war ja nur 50 Zentimeter. Das ist so viel. Oder? Alter, das ist schon groß. Digga, ist krank, Alter. Boah, also Digga, ich glaube, das wird in den nächsten 100 Jahren keiner mehr knacken, Digga. Veranstaltete der Sender ABC einen Turmspringwettbewerb. Aber es war kein gewöhnliches Turmspringen. Bei dem Wettbewerb ging es nämlich vor allem um die Höhe, aus der die Athleten in einen Pool springen sollten. 5 Freiwillige wagten damals den unfassbaren Sprung aus 52 Metern Höhe. Rick Winters war der Erste, der sich auf den hohen Turm traute. Und um sich beim Eintauchen nicht zu verletzen, trug er 2 Badehosen übereinander. Außerdem war ein Mikrofon über der Plattform angebracht, mit dem die Moderatoren kurz vor dem Sprung noch einmal Kontakt zu Winters aufnehmen konnten. What's your feeling? Are you gonna do it or are you gonna walk down? Oh no, I'm gonna do it. No doubt, huh? No doubt. Winters hatte keine Zweifel an seinem Sprung und stürzte sich anschließend vor den Augen seiner Frau und seiner beiden Kinder in die Tiefe. Damit war er der erste Mensch, der aus solch einer Höhe in einen Pool gesprungen ist. Der YouTuber und Extremsportler Chase Rainford ist immer auf der Suche nach dem ultimativen Kick und reist dafür mit einem umgebauten Schulbus um die halbe Welt. Er hält mehrere Weltrekorde im Klippenspringen, ist Basejumper und Freeclimber. Einen seiner gefährlichsten Stunts wagte der 25-jährige Amerikaner, der seinen YouTube-Kanal Adrenaline Addiction nennt, im Jahr 2017. Damals wollte er in die fast 37 Meter hohen Sahali Falls springen, die mitten in den Wäldern von Oregon liegen. Niemand hatte sich zuvor an so einen Sprung rangewagt bzw. so einen Sprung überlebt und auch Rainford wollte nichts dem Zufall überlassen. Zunächst sprang er mit einem Seil in das Wasser, um sich im Notfall aus dem Strudel herausziehen zu lassen. Er hatte dabei ein mulmiges Gefühl, denn der Sog war extrem stark und die Stromschnellen drückten ihn immer wieder unter Wasser. Trotzdem wagte er den Sprung ohne Seil und Rainford sprang ungesichert in die tosenden Fluten. Zum Glück überstand er den Sprung tatsächlich unverletzt. That was one of the most scary jumps of my entire life. Oh my goodness. Und sprang danach noch 4 weitere Male mitten in den Wasserfall. Beim letzten Sprung erwischten ihn die Stromschnellen und er blieb mehrere Sekunden unter Wasser. Trotzdem überstand er auch diesen Stunt unverletzt. Einen weiteren Sprung des YouTubers Chase Rainford wollen wir euch ebenfalls nicht vorenthalten. Denn 2019 war er unter anderem in Costa Rica unterwegs und entdeckte bei seiner Reise einen verlassenen Turm mitten in einem See. Er recherchierte und fand heraus, dass angeblich noch niemand zuvor von der Spitze des Turms gesprungen sei. Über eine rostige Treppe kletterte er schließlich bis zur höchsten Stelle des Turms und wagte den Sprung in die Tiefe. Er weiß bis heute nicht, wie hoch der Turm in Wirklichkeit war, doch die Bilder seiner Kamera sind spektakulär.
Auch die Teilnehmer des Death Diving Wettbewerbs DOTS in Norwegen wollen jedes Jahr besonders spektakuläre Sprünge ins Wasser präsentieren und werden dafür noch bewertet. Ziel bei diesem nicht ganz ernst gemeinten Wettbewerb ist es allerdings nicht, akrobatisch perfekte Sprünge auszuführen. Im Gegenteil. Die Teilnehmer führen die kreativsten Sprünge aus und landen dabei zumeist in einer sogenannten Katze, also bauchwärts eingerollt auf der Wasseroberfläche. Mittlerweile ist das kuriose Event auch international bekannt und wird von großen Unternehmen gesponsert. Das Queen's Bath auf Hawaii ist ein Gezeitenbecken auf einem Lavaregal und gleichzeitig eine der verlockendsten Attraktionen der Insel Kauai und eine der gefährlichsten. Vor allem im Winter ist das Becken einer starken Brandung ausgesetzt und meterhohe Wellen brechen auf die Felsformationen ein. Allein in den letzten 10 Jahren sollen hier 5 fatale Unfälle passiert sein und ein Warnschild auf dem Parkplatz berichtet sogar von mehr als 25 Opfern. Trotzdem wagen immer wieder Touristen einen Sprung in die tosende Brandung. Genauso wie die Springer in unserem Clip auf der Nummer 1. Dabei ist übrigens nicht nur die Brandung und der starke Sog gefährlich. Auch die Klippen sind teilweise messerscharf und es kommt immer wieder zu schweren Verletzungen und haarsträubenden Rettungsaktionen. Und das war's auch schon mit unserem Video. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, welcher Sprung euch am meisten beeindruckt hat und was ihr glaubt. Alter, ist krank. Krank, Leute. Das ist nämlich, puh, Alter, ich könnte mir sowas niemals trauen, Leute, aber, boah. Ja, Leute, aber die haben sich getraut. Es war krank, Alter. Ich könnte mir sowas echt nicht trauen. Ohne Scheiß, ich würde mir sowas echt nicht trauen, Alter. Leute, lasst ein Like und ein Abo da, würde mich freuen, Leute. Und jetzt haut rein, ciao, roll out, peace out.